Berlin liegt zwar nicht am Meer, hat aber längere Wasserstraßen und mehr Kanalbrücken als Venedig. Kanäle, Spree und Havel bieten ausreichend Abenteuer, zu denen man per Paddelboot, Wassertaxi oder mit Motorbooten aufbrechen kann. Die Autoren zeigen, wie und wo man die Hauptstadt von ihrer maritimen Seite kennenlernt. Hi, wir sind Boris und Lena. Ich studiere Geschichte und Boris studiert Sozialwissenschaften und wir haben zusammen das Buch Meer Berlin geschrieben, was wir euch jetzt vorstellen. Ja, wir haben Berlin vom Wasser aus entdeckt. Es hat großen Spaß gemacht und es war aber am Anfang so ein bisschen kompliziert teilweise, wo kriegt man jetzt Boote her, wie kommt man aufs Wasser, und wir haben das jetzt in dem Buch alles als Service zusammengeschrieben, so dass es eigentlich ganz einfach geht, aufs Wasser zu kommen und dann auch weiterzukommen. Und über das Paddeln hinaus erfährt man natürlich auch noch mehr. Ja, wir haben das Buch so aufgebaut, dass eigentlich fast alle Wasserstraßen hier in Berlin abgedeckt sind, die man befahren darf. Und wir haben in dem schon erwähnten Serviceteil auch reingeschrieben, wo man eben Boote herbekommt, wenn ihr keine eigenen habt. Aber wenn ihr eigene habt, dann wird auch so beschrieben, wo ihr halt eure Boote einsetzen könnt und wo ihr dann halt langfahren könnt. Also die vier Touren, die wir vorschlagen, sind auch reich bebildert mit ganz viel historischem Material, aber es gibt auch eben die typischen Karten, Übersichtskarten für Berlin, und da sind auch Hinweise zu ganz netten Strandbars, wo ihr mal Cocktail schlürfen könnt. Unser Buch ist in der Reihe Geschichtstouren für Entdecker entstanden, und die sind immer so aufgebaut, dass wir an jeder Station euch ein bisschen was vorstellen, was man da noch entdecken kann oder was es früher mal dort zu entdecken gab. Und zu jeder Station gibt es auch immer noch mal einen Vertiefungstext, der ein Thema näher beleuchtet. Und das geht über sozialpolitisch gegenwartsaktuelle Problematiken bis hin zu historischen Themen, wie zum Beispiel an der Tour Nordwest. Genau. Also es ist im Prinzip auch die ganze Geschichte in Berlin, hat sich ganz viel im Wasser abgespielt. Und da sieht man eben die historischen Zeugnisse, sieht man auch direkt am Wasser. Also zum Beispiel bei der Tour Nordwest, da sieht man die alten Werkstätten von der Siemensstadt. Und einige hundert Meter weiter sieht man dann die frühneuzeitliche Festung in Spandau, die Zitadelle. Und wenn man dann noch weiter fährt, dann kommt man zum größten Hafen der Stadt, der Westhafen. Und auch da, das hat alles ein großes, also sehr geschichtsträchtig und ist aber auch mit dem heute sehr verbunden. Ja, und das heute haben wir aber auch thematisiert, also es gibt auch sozialpolitische aktuelle Themen, wie zum Beispiel der Spreepark gleich nebenan. Wir sind gerade auf der Insel der Jugend und der Spreepark hat 2001 nach über 40-jähriger Geschichte zugemacht, und es gibt ganz interessante Hintergrundinformationen zu dem Betreiber und was daraus geworden ist. Also wir wünschen euch viel Spaß auf dem Wasser. Und immer eine Hand reicht Wasser und beim Spielen.